Ja, 60, ich meine, ist Aufsteiger. Ich denke, sind jetzt in der Vorrunde auf dem 9. Platz, glaube ich, gelandet. Ich denke, da braucht man nicht viel daran hadern. Ich glaube, das ist, wird jeder vorher unterschreiben, vor der Saison, wenn man sagt, man ist nach der Vorrunde auf Platz 9. Und man muss halt gucken, jetzt in der Rückrunde, was geht. Schnell so möglich so viele Punkte sammeln, damit man halt mit dem Abstieg nichts zu tun hat. Dann mal gucken. Also ein bisschen Glück kann man auch da oben reinrutschen. Ja gut, da brauchen wir uns nur die Tabelle anschauen. Da sehen wir, dass wir aktuell auf dem letzten Tabellenplatz sind. Haben uns jetzt nochmal verstärkt mit dem einen oder anderen Spieler. Ich denke, dass Jens Keller uns einfach nochmal als Trainer auch gut tut. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass wir auf der einen Seite finanziell nachlegen konnten und uns verstärken konnten mit dem einen oder anderen Spieler. Und sehen das Ganze immer noch positiv, weil wir immer noch in Schlagdistanz sind zu den anderen Mannschaften. Ja. Ja. Nicht so positiv, wenn man sieht, was für Möglichkeiten eigentlich dort herrschen. Profibedingungen mittlerweile auch in der Regionalliga und ich glaube, sie haben sehr viele Punkte gelassen gegen Mannschaften, die unten in der Tabelle stehen, leider. Sonst wäre auf jeden Fall eine wesentlich bessere Platzierung möglich gewesen in der Vorrunde. Dazu haben sie einfach leider zu viele Punkte verschenkt, warum auch immer. Ich habe die meisten Spiele nicht gesehen, aber wäre auf jeden Fall mehr möglich gewesen. Und jetzt ist eigentlich schon wieder eine verschenkte Runde, weil nichts mehr möglich ist. Der Abstand ist zu groß. Und nächstes Jahr müssen sie halt angreifen und versuchen aufzusteigen. Sehr gut. Also ich bin super. Ich verfolge das natürlich sehr, sehr intensiv und habe auch noch etliche Kontakte nach Bochum. Und es war die letzten Jahre nicht ganz einfach für den Verein, das muss man auch sagen. Es war bis vor einigen Jahren immer so, dass man immer abgestiegen ist und gleich wieder aufgestiegen. Jetzt hängen sie schon etliche Jahre in der zweiten Liga fest, was sehr, sehr schade ist. Aber man muss auch sagen, es ist nicht leicht aufzusteigen. Ja, die zweite Liga ist sehr, sehr schwer zu spielen und da muss viel zusammenkommen, dass man es schafft. Aber ich finde, sie sind jetzt auf einem guten Weg, haben mit Robin Dutt einen guten Trainer, haben die Mannschaft intelligent verstärkt und ich würde es mir wünschen, dass sie wieder Richtung erste Liga kommen. Ja, sehr gut. Also auch die Entwicklung nach dem Aufstieg von der Regionalliga hoch, muss man sagen, Hut ab vor den Verantwortlichen, was sie da geleistet haben. Und die Mannschaft spielt einen super Fußball. Ich war im letzten Spiel gegen Uerdingen im Stadion, habe das gesehen, haben sie 4-0 souverän gewonnen und für mich ein ganz heißer Favorit auf den Aufstieg. Die hatten eine schwierige Phase, jetzt haben sie sich gefangen und ist klar, dass jetzt viele Namen gehandelt werden und sind ja auch im Umbruch und ich denke, da wird sich in den nächsten 6 Monaten noch einiges tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert unseren Kanal oder ladet euch einfach die KickTV-App herunter. Vielen Dank fürs Zuschauen.